sagen, es gab schon 1992 in Rio eine erste Umweltkonferenz. Da hatte man auch Großes vor. Man hatte die Idee, über einen sogenannten Agenda 21-Prozess die Leute, die Bürger, die Verwaltung und die Politik zusammenzubringen, damit die Menschen bis auf die unterste kommunale Ebene miteinander reden und miteinander konsensuale Lösungen finden, um eine Wirtschaft zu betreiben, die nachhaltiger ist, die klimafreundlicher ist, um die ganze Wirtschaft umzubauen, um überhaupt das auch, was uns Lebensqualität wert ist, das ist oft eben tatsächlich Natur und Umwelt, das sind Landschaften, das ist einfach auch Zeit zu haben für andere, dass diese Dinge nicht verloren gehen in einem unglaublichen Konsumrausch. Wir brauchen auch die Politik. Es ist einfach nicht akzeptabel, dass der Verkehrsbereich seit 1990 nichts, kein Prozent zum Klimaschutz beigetragen hat. Das heißt konkret, im Verkehrsbereich werden heute im Jahr 2019 genauso viele Emissionen produziert wie 1990. Wir haben hier Menschen aus den unterschiedlichsten Altersgruppen und aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Gruppen und ich freue mich sehr, dass ich jetzt hier einen im Land so sehr bekannten Menschen ankündigen kann, der ein Umweltveteran ist im Prinzip. Er war 33 Jahre lang Mitarbeiter im Umweltamt in Landshut, 14 Jahre davon sogar Leiter. Ich freue mich sehr, dass wir hier jetzt Rudolf Leyon begrüßen dürfen. Ich spreche für den Umweltausschuss der Stadtkirche Landshut. Steh auf, streck die Beine.
Antikapitalista! Ah! Antikapitalista! Ah! Antikapitalista! Ah! Antikapitalista! Ah! Antikapitalista! Einfach für alle Eltern ein riesengroßes Lob für die jungen Leute aus. Das haben sie super gemacht, zwar mit technischen Schwierigkeiten, aber das macht gar nichts. Das macht überhaupt nichts. Ein riesen Applaus für Friday for Future Landshut. Okay, ja, es gibt es alles und das Problem ist aber, dass wir nicht alle Menschen retten können. So geht die neue Rechte damit um. Das heißt, die geht damit um, indem sie Grenzen aufbaut, indem sie sagt, wir müssen uns hier schützen vor irgendwie den Leuten, die dann kommen, wenn das Klima sich erwärmt. Und das heißt, es heißt nicht unbedingt, wenn Leute verstehen, dass es Probleme gibt mit Klima, dass sie dann eine bessere Welt fordern. Es gibt auch grüne, braune, die letztendlich fordern, dass man dann die Deutschen zuerst hilft und den anderen, für die Situation verschlechtert, weil man kann nicht alle retten. Das ist die eine Situation. Die andere Situation, die, denke ich, betrifft die meisten Leute hier, die sagen, wir wollen gemeinsam als Welt für eine bessere Welt, für ein Klima, wo es jedem auf der Welt gut geht, einstehen. Und hier ist es ganz wichtig zu unterscheiden. Es war bei den Grünen in der Anfangsphase, gab es beide. Da gab es Konservative und Rechte drinnen und da gab es Linke drinnen. Es ist ganz wichtig zu sagen, nein, es geht nicht darum, für manche ein besseres Leben zu fordern, sondern für alle Menschen. Und genau. Warum sind wir eigentlich hier? Wir sind hier, weil wir frustriert sind. Wir sind frustriert von Politikern, die uns nicht ernst nehmen. Wir sind frustriert von Politikern, die uns erst zuhören, wenn sich ihre Umfragewerte halbieren. Wenn wir Klimaschutz fordern, dann ist ihre Antwort, wir dürfen das Wirtschaftswachstum nicht gefährden. Wir dürfen die Arbeitsplätze nicht gefährden. Was sie dabei verschweigen ist, wie viel Wirtschaftswachstum der Klimawandel gefährdet. Was sie verschweigen ist, wie viele Arbeitsplätze der Klimawandel gefährdet. Was sie verschweigen ist, wie viel ihre kurzfristigen Gewinne uns mal kosten werden. Bevor wir es beenden hier, darf ich noch eine Fridays for Future Aktion ankündigen. Und zwar ist die gesamte nächste Woche. Vom 21. bis zum 27.09. die Week for Climate. Das heißt, deutschlandweit werden immer wieder große Aktionen stattfinden zu bestimmten Themengebieten wie Clean Oceans, also saubere Ozeane, oder Life-Giving Forests, also lebensgebende Wälder und weitere Themen. Und auch in Landshut werden wir ein paar kleinere Aktionen machen.
aber das werde ich jetzt nicht hier aufzählen. Das findet ihr alle auf unseren Social Media Kanälen. Wir sind einmal auf Twitter als Landshut FFF, auf Instagram Fridays for Future Landshut und auf Facebook ebenfalls Fridays for Future Landshut. Und auf der Website Alle fürs Klima kann man auch viele Aktionen finden, nicht nur hier in Landshut, aber da auch nicht nur hier in Landshut, sondern deutschlandweit. Und wir freuen uns natürlich, wenn wir Menschen, die hier heute sind, auch bei diesen Aktionen sehen, denn jede einzelne Aktion ist wichtig. Und damit sind wir auch schon bei den absoluten Schlussworten. Nochmal ein riesen Danke an euch alle, dass ihr heute hier wart. Das war die absolut größte Demo, die FFF Landshut je hatte. Wir sind unglaublich! Auf, ab! Und so machen wir jetzt weiter. Denn mit dieser Stärke schaffen wir es wirklich, was zu verändern. Mit der Stärke bringen wir die Klimapolitik zum Umdenken. Und mit der Stärke retten wir unsere Zukunft. Ich danke euch allen, ihr seid spitze. Vielen lieben Dank. Ihr rettet mit uns unsere Zukunft. Und damit darf ich die Veranstaltung offiziell für beendet erklären. Nochmal ein riesen Danke. Es freut mich persönlich so unglaublich, dass ihr da wart. Es geht um unsere Zukunft. Und mit euch erreichen wir unsere Ziele. Ihr seid wirklich unglaublich. Danke.